Hola meine Lieben, ich heiße euch willkommen zu einem neuen Let's Play, die wilden Kerle 5, kurz gesagt DWK 5, hinter dem Horizont. Das Spiel zum Film. Ja, das ist ein Point-and-Click-Adventure und ja, ich dachte mir, das machen wir. Und ja, ich würde nicht lang schnacken wollen, so wie immer. Wir machen einfach ein neues Spiel. Wer den Ball kriegt, hat einen Wunsch frei. Beim glubschäugigen Fledermausschädel von Nosferatu. Da kommt keiner ran. Das war eigentlich dein Ball. Hätte der Baum nicht im Weg gestanden. Aber du hast ihn gekriegt. Für dich. Wünsch dir was. Du schenkst mir den Wunsch? Weil ich weiß, dass du dir das Gleiche wünschst wie ich. Einen neuen Ball? Und dass wir für immer zusammen sind. Für immer. Wie ihr geguckt habt. Oh, ich bin Dracula. War doch nur ein Spaß. Und was ist das da? Deine Gürtelschnalle mit dem Vampirdetektor leuchtet. Das bedeutet Alarmstufe Rot. Hier sind Vampire. Ach Quatsch. Maxis Gespensterschnalle? Die gab's zum Gebiss gratis dazu. Wir sollten weiterziehen. Morgen. Jetzt ist es zu spät. Die Sonne geht bald unter. Ja, lasst uns zum Lager zurückgehen und Feuer machen. Mir wird's langsam kalt. Wir sollten trotzdem ein paar Knoblauchzehen vors Zelt hängen. Vanessa van Helsing. Mit ihren Knoblauchzehen und einem Tank voller Weihwasser zieht sie durchs Land. Um arme kleine Vampire zu erschrecken. Wartet's nur ab. Wo ist Leon? Keine Ahnung. Seine Schlafmatte war schon leer, als wir gingen. Wo kann er sein? Vielleicht haben die Vampire ihn geholt. Vielleicht. Am besten, wir suchen Leon und brechen dann auf. Raban, Maxi! Passt auf, wo ihr hinlauft. Der Wald ist gefährlich. Ich weiß, aber wir sind es auch. Ja, wir hatten eine kleine Einleitung. Wir spielen jetzt den Protagonisten Vanessa. Die ist auch halt im Spiel vorhanden war. Raban, Maxi, ich glaube einige fehlen da noch. Aber das ist ja egal. Wir müssen jetzt erstmal Leon suchen. Und ja, wie es zu einem Point-and-Click-Adventure gehört, müssen wir Gegenstände sammeln, später vielleicht kombinieren, um wirklich weiterzukommen. Und darum werde ich auch alles untersuchen, was es zu untersuchen gibt. So, dann werden wir jetzt mal gucken. Wir haben jetzt hier ein Lagerfeuer. Unser Lager. Ich wünschte, wir wären schon früher aufgebrochen. Ja, aber ohne Leon wird es ja wohl nicht gehen. So, was haben wir hier? Oh, ein Schraubenschlüssel. Der kann noch nützlich sein. Das ist ziemlich auffällig, was man hier einsammeln kann. Wir haben jetzt hier noch ein Ästchen. Den Ast nehme ich mit. So einen stabilen Ast haben wir. Dann haben wir hier noch eine Taschenlampe. Ich nehme die Taschenlampe mit. Jawohl. Hier haben wir noch Leons Motorrad. Leon würde sein Motorrad niemals einfach so zurücklassen. Sogar der Schlüssel steckt noch. Einige kennen den Film ja schon und wissen natürlich schon, was passiert ist. Ich kenne ihn natürlich auch. Ich habe mir damals mal die ganze Reihe angeguckt, muss ich ehrlich gestehen. Und hier haben wir natürlich auch Rabans Motorrad mit. Wieso sollte ich Rabans funktionierendes Motorrad zerlegen? Weiß ich nicht. Benzinschlauch. Wer weiß. Irgendwann mal bestimmt. Können wir mal hier langlaufen? Also, wir wissen auf jeden Fall schon mal, was in diesem Spiel vorkommen wird, auch von der Story her. Für diejenigen, die es nicht wissen, werden natürlich überrascht sein. Oh, hier haben wir Fußspuren.
Fußspuren. Das sind die Stiefelabdrücke von Leon und da sind noch zwei. Spitz mit schmalem Absatz. Solche Schuhe trägt keiner von uns. Nee, das scheint ein Stöckelschuh zu sein. Matsch haben wir gerade schon. Ne, Matsch? Der Boden ist hier ziemlich wabbelig. Wabbelig? Okay. Den nehme ich mit. Mach das. Hier haben wir auch noch irgendwas hängen, ein Amulett. Oh, da hängt ein Amulett. Verflixt, genau außer Reichweite. Ich brauche einen Ast. Ich glaube, den haben wir sogar dabei. Den hatten wir doch eingesammelt, einen stabilen Ast. Und wenden hier an. So müsste es gehen. Hey, was soll das denn jetzt? Nein, lass das! Lass das, du Flattergespenst! So ein Mist. Das Amulett könnte uns vielleicht etwas über Leons Verschwinden sagen. Was ist? Wieso hast du gerufen? Im Baum hing ein seltsames Amulett. Aber als ich es mir anschauen wollte, hat eine Elster es weggeschnappt. Wir müssen es unbedingt zurückholen. Vielleicht hat es etwas mit Leons Verschwinden zu tun. Diebische Elster. Naja, es ist sehr bekanntlich, dass sie halt auf alles losgehen, was glänzt. Hier gibt es ja riesige Ameisen. Ameisen, ha? Zum Sumpfsee. Aha. War der vorhin nicht zu? Der Baum ist hohl. Ein perfektes Versteck. Mhm. An dieser Stelle hat Maxis Gürtel zum ersten Mal geleuchtet. Das heißt, da war ein Vampir drin, der sich halt vor den Sonnenstrahlen geschützt hat. Hier haben wir die Baumrinde. Das nehme ich mal mit. Oh ja. In der Tasche ist ja genug Platz für eine Baumrinde. Was haben wir hier noch liegen? Tannenzapfen. Ein Tannenzapfen. Nimmt's auch mit. Warum nicht? Die Taschen sind ja groß genug. Der See. Der Sumpfsee. Voller Algen und Schlingpflanzen. Lädt nicht gerade zum Planschen ein. Nicht wirklich, ne? Und was mit dem Ball da? Liegt in den Seerosen wie ein Ei im Vogelnest. Wie kommen wir da bloß ran? Gute Frage. Zum hinteren Ufer? Oder ans hintere Ufer? Tja, und du? Da ist nicht. Ah, cool. Ich kann ja sogar auf Pause stellen. Das brauchen wir aber nicht. Ich dachte, vielleicht könnte man mit der Leertaste herausfinden, was es hier alles noch zu sehen gibt. Aber ist wohl nicht so. Gut. Dann gehen wir mal zurück und gucken, ob wir mal mit Raban reden können. Raban. Was gibt's? So, jetzt können wir uns hier unterhalten. Thema Leon. Dann Amulett. Elster. Und einmal verabschieden. Machen wir mal Leon. Hast du eine Spur von Leon entdeckt? Nein, nichts. Und du? Da hinten sind Fußspuren. Von Leon und von einem Unbekannten. Sieht so aus, als ob Leon nicht allein weggegangen ist. Oh je. Okay, was mit dem Amulett? Wir müssen das Amulett unbedingt wiederfinden. Ich habe das Gefühl, dass es uns weiterhelfen kann. Wie sah es denn aus? Genau konnte ich es nicht erkennen. Aber es hatte was Magisches. Oh Gott, was Magisches. Ob es wirklich magisch war, werden wir, glaube ich, später herausfinden. Okay, Thema Elster. Elstern benutzen glitzernde Gegenstände für ihren Nestbau. Es muss hier irgendwo sein. Aber ich sehe es nicht. Ja, am Tage blendet das Sonnenlicht, das durchs Blätterdach funkelt. Aber in der Nacht nicht. Glitzernde Gegenstände, die Licht reflektieren, fallen dann besser auf. Aha. Bis später. Das heißt, es muss dunkel werden. Hier, Baumkrone. Jede Menge Baumkrone. Bestimmt trägt die Elster die Beute in ihr Nest. Aber ich sehe es nicht. Das Blätterdach ist zu dicht. Mhm. Können wir hier... Was haben wir hier? Zur Nacht wechseln und ein Tagebuch haben wir hier. Hier wird also alles zusammengefasst, was passiert ist. Erledigte Aufgaben. Ah. Okay. Dann haben wir jetzt hier noch die Aufgabe... auf der Spur der Elster. Licht und Schatten. Okay, und wo ist Leon? Gut, ich glaube, wir müssen das hier mal auf Nacht machen.
in die Schlafsäcke? Vielleicht können wir das hier an einen Bornkronen verwenden. Wenn das Elsternest voller Glitzerzeug ist, müsste es das Licht reflektieren. Probieren wir es aus. Aber da ist nichts. Oh Gott, müssen wir jetzt jede Baumkrone abklappern? Ich glaube, da waren wir gerade, ne? Wenn das Elsternest voller Glitzerzeug... Das wissen wir, Vanessa. Ja, da waren wir gerade. Aber da ist nichts. Nee, Gnaf. Gnaf. Wenn das Elsternest voller Glitzer... Das klicke ich mal weg, das Gerede. Aber da ist nichts. Auch nicht. Wo ist das Elsternest? Da, der glitzert was. Cool. Das muss das Nest sein. Verdammt weit oben. Und wie kommen wir da jetzt ran? Hä? Super. Nichts zu sehen. Es ist einfach zu duster. Aber ich weiß, dass da oben dieses Elsternest sein muss. Hat die zu duster gesagt oder ist das nicht zu düster? Hier soll man jetzt ein Seil legen. Kann man immer gebrauchen. Aber nicht für das... Warte mal, Tannzapfen. Wo war das jetzt da, ne? Können wir das da dran werfen, dass es vielleicht runterfällt? So geht's nicht. Naja, hier war ja nur ein Vorschlag. Aber ich war ja jetzt auch nicht da. Das bringt nichts. Sicher nicht? Was ist mit dem Stein? Okay, der Tannzapfen ist auch zu leicht, oder? Oh je, ich geb's nicht gern zu, aber beim Handball wurde ich immer als Letzte in die Mannschaft gewählt. Das treffe ich so niemals. Vielleicht bei Tageslicht. So? Oh je, ich geb's nicht gern. Ja, okay, dann fragen wir Rabban, ob er es kann. Was gibt's? Amulett? Wir wissen, wo das Nest ist, aber wie kommen wir da ran? Zum Klettern ist der Baum viel zu glatt. Wir könnten es runterschießen. Mit dem Fußball, ja. Nur dumm, dass der mitten im See schwimmt. Ja. Den Ball herausangeln geht nicht. Ist zu weit. Außerdem hängt er im Seerosennest fest. Hinschwimmen ist bei den Schlingpflanzen unmöglich. Da kommt man nicht durch. Vielleicht können wir ein Floß bauen. Keine schlechte Idee. Aber das würde ganz schön lang dauern. Wenn wir Wasserski oder ein Surfbrett, würde das schneller gehen. Einfach ein Seil ans Motorrad binden, festhalten und ab über den See. Wer sagt denn, dass wir kein Surfbrett haben? Das Motorrad als Surfbrett? Ich habe ein Surfbrett aufgetrieben. Können wir dein Motorrad dazu verwenden, um es auf dem See zu benutzen? Geht nicht. Mein Zündschlüssel ist weg. Vermisse ihn schon seit gestern. Na, super. Bis später. Also müssen wir einen Zündschlüssel finden und ich glaube, diese Baumkrone war mit gemeint. Darauf muss man erstmal kommen. Geht trotzdem nicht. Naja, ich habe Fantasie. Versuchen wir es von hinten. Weil irgendwas hat es ja hier zunutze. Nur was? Oder? Macht sie es? Jetzt lasse ich das Surfbrett zu Wasser. Mal sehen, ob das alles so klappt, wie es soll. Naja, Surfbrett. Wie festigen wir das jetzt? Das passt nicht zusammen. Vielleicht mit dem Ast? Wüsste nicht, was ich damit jetzt anfangen sollte. Warum nicht? Was kannst du damit befestigen? Das passt nicht zusammen. Nee. So kann ich das Seil übers Wasser werfen. Ah. Okay. Das bringt nichts. Ja, aber... Darauf muss man erstmal kommen. Geht trotzdem nicht. Nein, das ist doof. Vanessa, mach's. So geht's nicht. Bitte. Irgendwie müssen wir doch was befestigen. Das passt nicht zusammen. Warum nicht? Ich will, dass es passt. Darauf muss man erstmal kommen. Geht trotzdem nicht. Das ist doof. Gut, kümmern wir uns mal um das Motorrad. Vielleicht bringt das ja ein bisschen was. Ich weiß nicht. Komm, probier's. Na, das geht schon, Vanessa. Da, Lagerfeuer.
zum Lagerfeuer. Oh, hier Matsch. Hm. Der Boden ist hier ziemlich wabbelig. Ja. Rabbern vielleicht nochmal? Was gibt's? Bis später. Okay. Leon würde sein Motorrad niemals einfach so zurücklassen. Sogar der Schlüssel steckt noch. Ja, aber hier hatten wir doch gerade... Da. Leons Benzinschlauch ist kaputt. Sieht aus, als hätte sich ein Marder daran zu schaffen gemacht. Kann man das raufschrauben? So geht's nicht. Warum nicht? Wohin sollen wir aufbrechen? Wir wissen noch nicht mal, in welche Richtung Leon verschwunden ist. Aber das ist doch egal. Das ist ja... Mach das mal ab hier. Das bringt nichts. Warum nicht? Mach das ab. Das passt nicht zusammen. Warum will sie das denn nicht? So geht's nicht. Aber das, wenn das Schlauch kaputt ist, dann... Das bringt nichts. Nee, du bist doof. Rabban sagt auch nichts dazu, ne? Was gibt's? Bis später. Okay, gucken wir nochmal. Tagebuch. Erledigte Aufgaben. Wasserski. Leons Motorrad reparieren. Für ihre Wasserski-Aktion braucht Vanessa ein Motorrad. Rabban Schlüssel ist verschwunden. Es bleibt also wohl nur Leons Motorrad fit zu machen. Vanessa braucht einen Ball, um das Nest von blablabla, ja, wissen wir, von der Baumkrone zu holen. Doch der Ball liegt. Ja, toll. Das Rätsel Lösung scheint es zu sein. Ja, als erstes brauchen wir aber das Motorrad. Und ich habe doch einen Schraubenschlüssel. Der Benzinschlauch von Rabbans Motorrad ist intakt. Wenn ich ihn mit Leons kaputtem auswechsle, hätten wir wenigstens ein Motorrad, das funktioniert. Das macht sie natürlich so raus, ohne den Schlüssel, aber gut, probieren wir es mal. Rabbans Benzinschlauch ist jetzt an Leons Motorrad. Jetzt dürfte das Motorrad funktionieren. Max. Keine Spur von Leon. Aber langsam glaube ich auch, dass Vampire ihre Finger im Spiel haben. Mein Gürtel hat sich noch nie geirrt. Hätten wir nur besser aufgepasst. Ja, hätte wäre wenn, mein Lieber. So, und nun, Maxi, was sagst du so? Ja? Fußspuren. Leon ist nicht allein weggegangen. Es gibt Fußspuren von Schuhen, wie sie keiner von uns trägt. Aber Kampfspuren gibt es nicht. Das heißt wohl, dass Leon freiwillig mitgegangen ist. Ich verstehe das nicht. Gestern hat er sich noch gewünscht, dass wir für immer zusammenbleiben. Und jetzt? Hey, wer sagt denn, dass Leon freiwillig mitgegangen ist? Er könnte gezwungen worden sein. Und wenn es wirklich Vampire sind, die ihn geholt haben, dann befindet sich Leon in großer Gefahr. Wohl wahr. Ich habe ein Amulett gefunden und gleich an eine diebische Elster verloren. Es war kreisrund, irgendein fremdes Symbol. Sah jedenfalls ziemlich geheimnisvoll aus. Vielleicht haben es die Vampire absichtlich hier gelassen. Meinst du, sie wollen, dass wir ihnen folgen? Warum? Das müssen wir wohl selbst herausfinden. Thema Ball? Ich muss den Ball aus dem See holen. Dazu brauche ich deine Hilfe. Okay, was soll ich tun? Fahr das Motorrad zum Seeufer und halte dich bereit. Das ging ja schnell. Und nu? Hat die vorhin irgendwas gesagt mit... Stein werfen, mit Seil, etc.? Geht das? Nein, 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 bleib stehen. Ich will nur, dass du... Darauf muss man erstmal kommen. Geht trotzdem nicht. Ja, dann nicht. Das passt nicht zusammen. Warum nicht? Das bringt nichts. Du bist doof. So geht's nicht. Man kann noch mal rüber. Irgendwas muss doch... Maxi? Sag mal was. Kann es losgehen? Noch nicht. Warte noch einen Moment. Worauf denn? Darauf muss man erstmal... Ja, ich weiß.
Ach so, ja klar. Am Motorrad lässt sich das Seil gut anbinden. Aber es ist zu kurz, um es um den See herumzutragen. Ich muss es werfen. Am besten mit einem Stein. Ja, ist doch dran, ne? Hilf jetzt. Dahin. Nein! Viel Moos und Tannennadeln. Wie soll's schmeißen? Über den See! Der Sumpfsee. Voller Algen und Schlingel. Ja. Was ist, Vanessa? Baumrinde? Die Rinde liegt jetzt auf dem Wasser. Schwimmt gut. Ja, aber... So. Oh Mann. Vanessa! Die Rinde liegt jetzt auf dem Wasser. Schwimmt... Warum macht sie das denn nicht? Hä? Ja, und nu? Dieses Mädchen. Die wollte es doch schon rüberschmeißen. Nicht? Ach, Mensch, ey. Schmeiß es doch rüber. Im See will sie nicht. Warum macht sie das denn jetzt nicht? Kann es losgehen? Noch nicht. Vielleicht das Ast noch dazu tun. Der Ast ist zu leicht. Damit kann ich das Seil nicht über den See werfen. Ja, dann werf den Stein. Ah, okay. 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 Hoffentlich fliegt er weit genug. Handball ist nicht gerade meine Stärke. Ich hab nichts gesagt. Yeah, es hat geklappt. Yeah. Und das ist auch erstmal ein Schlusswort hier. Ich melde mich im nächsten Part zurück bei Die wilden Kerle 5. Bis dahin. Tschüss.